Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Nachdem wir uns in den letzten beiden Videos mit den Grundlagen zu Exceptions beschäftigt haben, schauen wir uns jetzt mal die in .NET vorhandenen Exceptions an. Oder Exception-Klassen, um genau zu sein. Wir haben eben System.Exception hier direkt in den vorherigen Beispielen genutzt, wenn ich hier nochmal kurz hoch scrolle, um diesen Fehler auszulösen. Das macht man aber üblicherweise nicht, sondern hier gibt es im .NET Framework verschiedene andere Exception-Klassen, die man eben nutzen sollte, um bestimmte Fehler anzudeuten. Was haben wir hier? Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Die Argument-Exception, die zeigt eben an, dass ein bestimmter Parameter mit einem falschen Wert überkommen wird. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Einsatzgebiet von Exceptions. Wenn unsere Funktion aufgerufen wird, dann ist es üblich, dass man eben die Parameter zu Beginn der Methode überprüft, und zwar alle, jeweils in einem einzelnen if-Block, ob sie genau den Vorstellungen unserer Funktion entspricht. Das heißt, ist zum Beispiel ein Integerwert in einem richtigen Intervall, weil wir beispielsweise einen Integerwert von 0 bis 100 erwarten. Oder ist eine Objektreferenz, die mit übergeben wird, nicht 0. Das ist eine sehr häufige Überprüfung. Und hier ist eben System Argument Null Exception die entsprechende Exception dazu. Man würde dann quasi am Anfang überprüfen, ist dieses Objekt null? Falls ja, schmeiße ich eine Argument Null Exception. Das zeigt nämlich an, dass ein gewisser Referenztyp-Parameter null ist. Dann haben wir die Argument Out of Range Exception. Das zeigt eben das Szenario eigentlich an, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir eben einen Fehler haben oder einen beispielsweise Integer oder Double-Wert, der sich nicht innerhalb eines gewissen Intervalls beschäftigt, Beispiel Index, wenn wir ein Array mit 10 Stellen haben und wir greifen auf die 15. zu, dann hätten wir hier einen klassischen Fall, eine Argument-Out-of-Range-Exception. Dann haben wir hier die Format-Exception. Diese zeigt eben an, dass eben ein bestimmter Parameter den einem vorgegebenen Format nicht entspricht. Beispiel, wenn String zu Int konvertieren soll, das habe ich auch schon mal erwähnt. Diese Exception sehen wir auch später in einem Beispiel nochmal genauer. Dann haben wir ja die Not Implemented Exception. Das können wir uns auch nochmal anschauen, wenn ich hier irgendwie noch eine Funktion C habe und mir diese automatisch über Visual Studio generieren lasse, dann steht hier standardmäßig eine Not Implemented Exception drin, wie man hier sieht. Und das zeigt einfach bloß an, falls wir diese Funktion erstellt haben und vergessen haben, sie zu implementieren, kriegen wir zur Laufzeit den Fehler, hey, hier, diese Methode ist noch nicht implementiert. Ja, die Not Supported Exception, die sieht man auch eher selten, aber im Prinzip verwendet man sie, wenn man, das kann ich auch nochmal kurz vormachen, wenn wir irgendwie ein Interface haben, ein Beispiel Schnittstelle, und wir, Entschuldigung, das war natürlich Blödsinn, wir haben hier zwei Methoden beispielsweise drauf, so etwas, beispielsweise so aussieht, und eine Überladung, die eben, was weiß ich, einen Integer mitbekommt. Nehmen wir das einfach so. Und wir leiten jetzt von dieser Schnittstelle ab. Das ist unsere Beispielklasse. So, dann kann ich eben sagen, hier mache ich was Wichtiges, bloß hier angedeutet, dass das funktioniert. Und hier unten sage ich eben, ich schmeiße hier eine
not supported exception, damit eben beim Aufruf dieser Methode mit Parameter dem Aufrufer deutlich wird, hey, ich unterstütze das nicht. Das sollte man aber vermeiden. Wenn man Polymorphie richtig einsetzt, wird nämlich ihre Klasse nicht über diese Typen eingesetzt, sondern eher über diese Schnittstelle. Und für den Aufrufer wäre es nicht gut, wenn es eben Objekte gibt, die eben diese Sache hier unterstützen und dann teilweise Objekte gibt, die das nicht unterstützen. Also das macht vielleicht bei Mitgliedern Sinn, die früher mal vor, was weiß ich, 5-6 Jahren häufiger aufgerufen wurden und aus Legacy-Gründen, also aus Kompatibilitätsgründen zu alter Software, die noch nicht neu aktualisiert wurde, diese Methode noch drin gelassen wurde, aber eigentlich nicht mehr genutzt wird, großartig, dann kann man sich überlegen, dass man hier sowas macht. Aber im Prinzip sollte man das hier vermeiden, was ich hier skizziert habe. Ja, dann haben wir hier die Invalid Operation Exception. Die löst man jetzt eben nicht aus, wenn irgendein bestimmter Parameter falsch ist, wie wir das bei den oberen Exceptions hier gesehen haben, bei diesen hier. Sondern die löst man aus, wenn eine bestimmte Methode aufgerufen wird auf einem Objekt, aber das Objekt sich nicht in einem Status befindet, dass man das ausführen könnte. Sehen wir dann später auch noch in einem Beispiel. So, und jetzt kommen wir zu einem Block von Exceptions, die sollte man nie selber auslösen, sondern die kommen eben von der CLR, von der Common Language Runtime selber. Wir haben ja gesagt, Argument Null, wenn ein Parameter Null ist und der nicht Null sein soll, weil wir den logischerweise in unserer Methode benutzen wollen, dann haben wir hier eben die Null Reference Exception. Das ist jetzt endlich die Methode, die eben von der CLR, Entschuldigung, die Exception, die von der CLR ausgelöst wird, wenn wir versuchen, eine Referenz, in der nur Null steht, mit dem Punktoperator zu dereferenzieren. Das können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Ich nehme mal diese Beispieldatei. Also, die Null Reference Exception, die tritt genau immer dann auf. Ich mal diesen Code hier kurz auskommentieren. Wenn ich mir beispielsweise einen Gehaltsrechner baue und den setze ich aber nicht, den setze ich auf Null und instanziere nicht ein neues Objekt für diese Variable, und dann sage ich Rechner Punkt berechne Gehaltserhöhung Mitarbeiter, was auch immer das sein soll. So, und wenn wir das hier jetzt ausführen, dann sehen wir eben, wenn hier noch Null drin steht in dieser Referenz, und es ist egal, ob das ein Variable, Parameter oder ein Feld ist, wenn wir das hier versuchen auszuführen, bekommen wir eben die sogenannte Null Reference Exception. Und das sagt eben aus, dass wir versucht haben, Null zu dereferenzieren. Und auch diese Methode sollte, oder diese Exception sollte eigentlich in Ihrem Programmcode nicht auftauchen. Sie sollten genügend Checks drin haben, dass ein Parameter, ein Feld, wenn es gesetzt wird und so weiter, nicht Null ist. Das ist eine sehr interessante Exception, diese Out-of-Memory-Exception. Die wird von der CLR ausgelöst, wenn wir nicht mehr genug Platz haben. Und das tritt eben dann auf, wenn wir so viel Speicher allokiert haben, dass der Speicher, dem uns das Betriebssystem für unseren Prozess zugewiesen hat, eben am Ende ist finito. Wie kann man das herleiten? Wir bauen uns eine Liste. Was genau Listen sind, schauen wir uns später noch in einem Video an. Wir bauen uns beispielsweise Mitarbeiter. Und wir könnten jetzt beispielsweise in einer Endlosschleife sagen, dass wir uns immer einen neuen Mitarbeiter erstellen.
hier nochmal eine Laufvariable. Und hier erstellen wir eben unseren neuen Mitarbeiter. Und hier sagen wir eben, das aktuelle Gehalt ist gleich Laufvariable plus 4000. Und wir schauen uns dann mal den Namen noch an. Das ist einfach Laufvariable.String. Und Mitarbeiterverhältnis ist eben immer Mitarbeiter.Angestellter. Also wir instanzieren immer wieder neue Objekte und lassen nicht von ihnen los, sondern wir fügen sie eben hier in diese Liste ein. So, der neue Mitarbeiter natürlich. So. Also im Prinzip ist eine Liste ein viel einfacher, handhabbarer Array. Und wenn wir irgendwann, wenn bei einem gewissen While-Durchlauf dieser Schleife, kommt es eben dann zum Out-of-Memory-Exception. Das schauen wir uns hier nochmal an. Also wir fügen immer wieder neue Mitarbeiter hinzu. Es wird vielleicht eine Weile dauern, weil mein Rechner 16 GB Arbeitsspeicher hat. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Genau, aber wir sind jetzt schon angekommen. Und hier bekommen wir eben die Out-of-Memory-Exception. Warum? Weil wir immer wieder neue Objekte erstellt haben und die Referenzen auf diese Objekte in dieser Liste gespeichert haben. Das heißt, wir haben immer noch eine Referenz auf diese Objekte und der Garbage Collector kann sie nach einer gewissen Zeit, er darf sie nicht aus dem Speicher herausnehmen und irgendwann ist der Speicher einfach voll. Und das sorgt eben für diese Out-of-Memory-Exception. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn die CLR eine neue Exception erstellen mit New, wenn eben dieser New-Aufruf nicht mehr funktioniert, weil wir keinen Speicher mehr haben. Und das ist auch der Witz daran, diese Out-of-Memory-Exception, das Objekt dazu, Exceptions sind ja bloß Klassen, wie wir gesagt haben, das wird direkt am Anfang erstellt, wenn die CLR hochgefahren wird. Da gibt es genau eine Instanz davon. Und ist der Memory voll, ist eben dieses Objekt schon da und wird dann einfach bloß noch mit Throw ausgelöst von der CLR. Ja, dann haben wir hier die Invalid Cast Exception. Die haben wir auch schon gesehen, nämlich als wir das Beispiel hatten, dass wir eine Basisklasse A haben, von der leiten jeweils die Subklasse B und C ab. B und C stehen aber nicht in einer Verbindung. Und wir haben dann versucht, eben eine Instanz von B über A anzusprechen und den Anschluss in C zu casten. Genau das ist eben der Punkt, wo wir eine Invalid Cast Exception bekommen. Und auch die sollte eben nicht vom Entwickler ausgelöst werden letztendlich. Ja, Divide by Zero Exception sagt eigentlich auch schon der Name alles aus. Die tritt eben auf, wenn wir durch 0 teilen bei einer Division. Und die System IOIO Exception, das ist jetzt eine Exception, die in einem anderen Namespace liegt, wie man hier sieht. Und die habe ich noch mit aufgeführt, weil das eben die Basisklasse für Exceptions, die mit Input-Output zu tun haben, ist. Also beispielsweise Dateizugriffe, beispielsweise Datenbankzugriffe, beispielsweise Netzwerkzugriffe. All das nennt man I.O., eben weil hier die Prozessgrenze überschritten wird. Wir behandeln hier dann nicht mehr bloß eben Objekte, die sich bei uns im eigenen Speicher befinden, sondern wir greifen auf die Festplatte zu, auf Peripherie, auf andere Prozesse, wenn wir mit denen über Netzwerk kommunizieren. Und da ist eben die IO-Exception die Basisklasse für all diese Input-Output-bezogenen Exceptions. Da gehört übrigens auch die Konsole dazu. Also wenn wir auf die Konsole was rausschreiben, verlassen wir eigentlich die Prozessgrenze
Weil das, was wir da machen, kann ja der Nutzer letztendlich auch auf der Konsole lesen und er kann uns Eingaben geben. Ja, und nochmal zum Schluss, der wichtigste Punkt ist eben, dass diese Exception-Klassen alle direkt oder indirekt von System.exception ableiten. Weil eben, wie schon gesagt, Objekte anderen Typs darf man nicht hinter das Schlüsselwort Throw zum Auslösen angeben. Also immer, was hinter Throw stehen muss, ist entweder Exception selbst oder eine Subklasse von Exceptions. Und üblicherweise macht man das eben so, dass man dieses Exception-Objekt dann hier auch direkt noch mit instanziiert. Und dann eben sieht ein Exception-Werfen-Ausdruck meistens so aus, dass wir eben ein Throw haben mit der Instanzierung des Exception-Objekts. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hier unten können wir schon lesen. Wir gehen im nächsten Video auf die Möglichkeit ein, dass wir eigene Exception-Klassen mal implementieren. Wie sieht denn sowas aus, wenn wir von Exception ableiten? Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!